Radio Morgenkreis. Herzlich willkommen bei Radio Morgenkreis. Das ist quasi eine Premiere. Erstens, es ist die erste Episode von Radio Morgenkreis für Montag, den 21. September 2020. Und zweitens, es ist eine Premiere für dieses Format. Mein Name ist Joran Moos-Meerholz und ich bin sehr gespannt auf dieses, ja doch, Experiment, was wir mit Ihnen gemeinsam vorhaben, um die Online-Themenwoche Digitale Schule Fragezeichen auf den Kulturwandel, kommt es an, Ausrufezeichen, zu dokumentieren und zu begleiten. Wir wollen eine Verbindung schaffen aus alten Medien und neuen Medien für dieses Format, denn Radio ist jetzt ja nicht gerade das Allerneueste, sondern hat eine lange und reiche Tradition. Wir wollen dieses Format nutzen und mit neuen Medien zusammenführen, insbesondere mit Webinaren, mit Sprachnachrichten, mit Elementen aus dem Podcast-Bereich. Und wir haben uns gedacht, dass das ein gut geeignetes Format ist, um diese Online-Themenwoche zu begleiten. Denn wir gehen davon aus, dass dieses umfangreiche Programm, was innerhalb von 7 Tagen stattfindet, für die allerwenigsten in Gänze mitzuerleben ist. Man kann wahrscheinlich mal in dem einen Webinar und dem anderen Vortrag vorbeischauen, vielleicht auch in vielen Webinaren, aber bestimmt nicht in allen Vorträgen. Man wird nicht in allen Telegram-Gruppen sein, die es gibt. Man wird nicht alles im Barcamp verfolgen können, was da Tag für Tag an Sessions dazukommt. Das Radioformat soll einen Überblick geben. Wir wollen jeweils am Tag zurückschauen, was ist am Tag davor passiert und vorausschauen, was steht an aktuellen Entwicklungen an. Das Interesse war riesig. Wir haben über 1400 Anmeldungen. Wir waren selbst total überrascht. Aber es zeigt doch mal wieder einmal mehr, wie wichtig das Thema Digitalisierung natürlich auch unter Corona-Aspekten für viele Schulen ist und wie sehr es den Schulen auf den Nägeln brennt. Das war die Stimme von Dr. Roman Rösch, der gestern als Geschäftsführer der Deutschen Schulakademie die Online-Themenwoche eröffnet hat. Und gleich nach ihm kam Dagmar Wolf. Sie verantwortet den Bereich Bildung bei der Robert-Bosch-Stiftung und hat einen Ausblick auf die Relevanz des Themas gegeben. Deshalb wird es in unserer schulischen Zukunft wahrscheinlich darum gehen, die künstliche Intelligenz von Computern zu ergänzen mit den kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten von Menschen und sie vor allem auch zu verknüpfen und sie auch wertekompatibel zu machen. Nach diesen Grußworten gab es den Input zur Eröffnung von Maike Schubert. Sie ist bei der Schulakademie die Themenleitung für Lernen in der digitalen Welt und sie ist Schulleiterin der Winterhuder Reformschule in Hamburg. Sie hat verschiedene Sachen erklärt, die man im Video nachschauen kann, oder man hört sich jetzt erstmal die Zusammenfassung an, die unser Außenkorrespondent Valentin Wieker uns geschickt hat. Das Webinar war der Einstieg der Online-Themenwoche und es ging sofort los. Schon während der offiziellen Begrüßung von Dr. Roman Rösch von Seiten der Deutschen Schulakademie gab es dort auch von ihm einen inhaltlichen Startschuss. Und Maike Schubert hat dann den größeren Teil des Inputs übernommen und ausdifferenziert, was eigentlich mit dem Thema und dem Motto gemeint ist und dort nochmal einfach eine Verortung gegeben. Sie hat auch in ihrer Rolle als Themenleitung für Lernen in der digitalen Welt bei der Deutschen Schulakademie auf Grundlage der Qualitätsbereiche argumentiert, wo gerade ein Kulturwandel stattfindet, stattfinden muss und stattfinden kann. Und das war sehr differenziert und auch stark nochmal unterfüttert durch ihre Praxiserfahrung, die sie als Schulleiterin der Stadtteilschule Winterhude hat, was vor allem auch nochmal in der sehr lebendigen und auch wirklich in viele Richtungen laufenden Diskussionen mit den Teilnehmenden an dem Panel dann passiert ist. Es gab einige Nachfragen, die live mit eingeflossen sind und die Maike Schubert dann meines Erachtens nach sehr differenziert und auch sehr unterstützend und kraftvoll dann beantwortet hat. Bei mir ist vor allem hängen geblieben, hängen Sie sich nicht an den Schwierigkeiten auf, machen Sie den ersten Schritt, digitaler Wandel und Kulturwandel passiert jetzt. Soweit der Eindruck von mir, Valentin Wieker von Kreidestaub für die Deutsche Schulakademie. Vielen Dank an Valentin. Wir haben die Aufzeichnung des Inputs von Maike Schubert als Video aufbereitet und man findet es über die Programm-Webseite der Veranstaltung.
Kurz noch eine Ergänzung dazu. Es gab schon einen nullen Programmpunkt davor, nämlich am Sonntagnachmittag. Wir haben sowas wie einen Rundgang gemacht durch die Online-Themenwoche. Wir haben die verschiedenen Aspekte des Programms beleuchtet. Alexandra Braun und ich, Jöran Moos-Mehrholz, haben gezeigt, was es an Inhalten geben wird, was für Formate, was für Tools wir auch benutzen werden. Auch davon gibt es eine Aufzeichnung, auch diese über die Programmseite der Website. Am Montag, 21. September, gibt es drei Webinare um 14 Uhr, um 16 Uhr und um 18 Uhr, dazu gleich mehr. Und am Abend gibt es einen Vortrag, den schauen wir uns zuerst an oder den hören wir uns zuerst an. Es geht um den digitalen Wandel in Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Die Abendformate haben wir uns so gedacht, dass wir 30 Minuten Vortrag hören und dann 30 Minuten diskutieren können. Wir haben mit den Expertinnen und Experten, die dabei sein werden, besprochen, dass wir erstmal tatsächlich in Ruhe eine halbe Stunde lang diesen grundsätzlichen Wandel anschauen wollen und danach gemeinsam in der Diskussion erst auf die Frage gehen, was hat das jetzt mit Schule zu tun? Was verändert das für die Arbeit in Unterricht und Schule? Professor Dr. Leonhard Dobusch macht den Auftakt. Der ist ein österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, jetzt an der Uni in Innsbruck. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger, beziehungsweise seine Arbeiten, und war immer wieder beeindruckt, wie vielfältig er da unterwegs ist, von politischem Engagement über seine wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten. Er ist auch Mitglied des ZDF-Fernsehrates. Ich glaube, das ist ab 2016 gewesen. Er war damals vom Land Berlin berufen worden, und zwar auch nicht als einer der üblichen Verdächtigen, sondern auf Vorschlag von mehreren Vereinen, unter anderem vom Chaos Computer Club. Was das Thema seines Vortrags sein wird, eine kurze Ankündigung, das gibt er uns jetzt selbst. Wenn wir über den digitalen Wandel der Wirtschaft reden, dann denken wir oft daran, wie digitale Plattformen bestehende Branchen ganz grundlegend umwälzen. Also an Amazon und den Buchhandel oder Airbnb und die Beherbergungsbranche. Aber auch in und für Unternehmen, die auf den ersten Blick nicht so unmittelbar von der Digitalisierung betroffen sind, ändert sich etwas. Kommunikation wird leichter. Information fließt schneller und offener, auch über Organisationsgrenzen hinweg. Diese größere digitale Offenheit ist eine Chance für weniger hierarchische, dynamischere Arbeitsprozesse. Voraussetzung dafür ist aber, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich und über Abteilungen und Ebenen hinweg miteinander kommunizieren können. Und dass das Management den damit verbundenen Kontrollverlust, wenn schon nicht zu fördern, dann zumindest auszuhalten lernt. Soweit Professor Dr. Leonhard Dobusch, zu Gast am Montagabend um 20.15 Uhr mit Vortrag und Diskussion. Schauen wir auf die Webinare. Um 14 Uhr beginnen wir mit einem Webinar, das da heißt, mit digitalen Medien Produkte erstellen an der Grundschule. Wie kann das gelingen? Wir haben drei Referentinnen dabei, Heike Draber von der Grundschule Süsteresch, Christina Klaassen von der gleichen Schule und Alexander Choylin, der für Schulen im Erzbistum Hamburg sich um das Thema Digitalisierung kümmert. Ihn haben wir, ehrlich gesagt, noch im Wochenende erreicht und gebeten, uns eine kurze Nachricht zu schicken, was in seinem Webinarteil denn passieren wird. Hier ist Alex Choylin. Ich sitze gerade noch im Schwarzwald an einem schönen Bach, aber ich freue mich, bei unserem Webinar dabei sein zu dürfen. Es geht um das Produzieren von digitalen Medien in der Grundschule. Wir wollen ins Machen kommen. Wir wollen nicht nur Nutzer sein, sondern aktiv hinter die Kulissen schauen. Ich erzähle von Dingen wie Stop-Motion, Videos drehen, vielleicht auch Mikroprozessoren und kleine Roboter zu programmieren. Wenn man also erste Schritte ins informatische Denken machen kann und auch ins Programmieren. Das alles soll ganz einfach und unkompliziert funktionieren, vor allem in der Grundschule, aber das sind natürlich Fertigkeiten und Grundlagen, die man auch auf weiterführenden Schulen und auch im Arbeitsleben sehr gut gebrauchen kann. Ich freue mich auf alle, die dabei sind. Bis demnächst. Um 16 Uhr geht es dann weiter. Wir haben ein Webinar mit dem Titel Welche Didaktik braucht ein zeitgemäßer Unterricht? Mit dabei ist Simon Fretschner von Dalton-Gymnasium in Ahlsdorf und Micha Busch von der Stadtteilschule am Heidberg in Hamburg. Micha Busch haben wir gefragt, was wird da passieren? Warum sollte man an diesem Webinar teilnehmen? Was kann man da lernen? Und hier kommt seine Antwort.
Ich freue mich sehr auf das Webinar, welche Didaktik braucht ein zeitgemäßer Unterricht, das ich zusammen mit Simon Fretschner als Co-Referenten gestalten darf. Und wir werden ihm dieser Frage nachgehen, was eigentlich so didaktische Grundlinien oder Leitlinien sein müssen eines zeitgemäßen Unterrichts. Der Ansatz, den ich vorstellen möchte, nennt sich agile Didaktik. Und ich werde einmal sagen, was man darunter versteht und diesen Begriff oder dieses Konzept auch abgrenzen zu agilen Methoden, weil es da oft Missverständnisse gibt. Das ist eben nicht das Gleiche. Ich werde darüber hinaus skizzieren, was eigentlich so die Anforderungen sind, die an eine Lehrperson gestellt werden, wenn diese agile Didaktik als Grundlage für ihren Unterricht nimmt. Das ist ein sehr komplexer Prozess und deswegen sind die Anforderungen auch recht hoch. Und ich werde darüber hinaus abschließend auch noch ein eigenes Unterrichtsbeispiel vorstellen, um das Ganze eben auch ein bisschen konkreter noch zu machen, so dass man dann auch sieht, wie kann sowas in der Praxis eigentlich funktionieren, welche Unterrichtssettings sind dann ganz konkret notwendig, um das auch in der Praxis zu leben. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Im dritten Webinar um 18 Uhr geht es um das Thema selbstgesteuertes Lernen. Und unsere Referenten stellen sich die Frage, wie kann so ein selbstgesteuertes Lernen gelingen an Schulen in herausforderndem sozialen Umfeld? Wir haben Frank Wagner dabei, er arbeitet an der Gebrüder Grimm Schule, die ist in Hamm und hat mal einen Schulpreis bekommen. Und Heinz-Dieter Hirt wird dabei sein von der Oskar-von-Miller-Schule, der auch am Medienzentrum arbeitet, beides ist in Kassel. Heinz-Dieter Hirt hat uns eine Nachricht geschickt und beschrieben, was sein Thema in diesem Webinar sein wird. Mein Name ist Heinz-Dieter Hirt. Ich bin Fachlehrer an der Oskar-von-Miller-Schule in Kassel und Leiter des Medienzentrums in Kassel. Und ich möchte im Webinar am Beispiel des Lernschrittkonzepts aufzeigen, welchen Weg die Oskar-von-Miller-Schule in den letzten 16 Jahren genommen hat, um Lernende von einem fremdgesteuerten oder fremdorganisierten Lernen in ein selbstorganisiertes Lernen zu bringen. Daneben wird sicherlich deutlich, welche Rolle die Lernbegleitung spielt. Und wenn noch etwas Zeit bleibt, dann würde ich gerne zeigen, wie man auch herausfordernde Schüler mit interessanten Projekten, mit neuen Medien, mit neuen Technologien dazu motivieren kann, sich eigene Ziele anzunehmen und diese selbstständig zu bearbeiten. Soweit Heinz-Dieter Hirt, der zusammen mit Frank Wagner das Webinar am Montag um 18 Uhr gestalten wird, wie kann selbstgesteuertes Lernen gelingen an Schulen in herausforderndem sozialen Umfeld. Gleich werfen wir einen Blick voraus auf das Barcamp, was wir am Samstag planen und eine besondere Session, deren Anbieterin uns eine Sprachnachricht geschickt haben. Außerdem machen wir eine erstmal statistische Aufnahme, was in den Austauschgruppen in Telegram passiert, in welcher Region beispielsweise die meisten Menschen sich jetzt schon in Gruppen zusammengeschlossen haben. Eine Vorschau auf den weiteren Verlauf der Themenwoche. Wir werden jeden Tag Webinare und Vorträge haben und am Samstag als quasi Abschluss ein ganztägiges Online-Barcamp. Beim Barcamp machen diejenigen, die da zusammenkommen, die in anderen Veranstaltungen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heißen, das Programm selbst. Deswegen sagt man, es sind nicht nur Teilnehmer, sondern auch TeilgeberInnen. Das heißt, sie können eine eigene Session anbieten. Session ist Barcamp-Deutsch für einen Workshop. Das muss nicht eine ausgefeilte Präsentation sein. Es kann auch einfach nur eine Frage sein, die Sie beschäftigt und von der Sie sagen, Sie würden sich gerne mit anderen Menschen austauschen, die auch an dieser Frage interessiert sind und eigene Erfahrungen dazu haben. Viele von Ihnen haben das sogar schon jetzt im Vorfeld angekündigt, denn Sie können bei unserem Online-Barcamp Ihre Session vorab einreichen und wir nehmen sie dann in den Session-Plan auf. Den aktuellen Zwischenstand zu diesem Sessionplan können Sie sich immer anschauen auf unserer Website. Wenn Sie im Programm den Samstag aufrufen, dann finden Sie da den einen Programmpunkt, nämlich Barcamp am Samstag. Und da finden Sie alles, was bisher schon bei uns an Session-Ankündigungen eingegangen ist. Eine davon fand ich besonders spannend, nämlich die Session Deeper Learning in Learning Commons. Wie können wir Learning Commons an Schulen entwickeln? Das ist jetzt ja voller Fremdwörter, Deeper Learning, Learning Commons.
Deswegen haben wir einfach mal die beiden Gastgeberinnen oder Anbieterinnen dieser Session, Carla Runge und Janina Beigel, angeschrieben und die haben uns eine Sprachnachricht geschickt, was der Inhalt dieser Session sein wird. Hallo, wir sind Janina und Carla von der Deeper Learning Initiative in Heidelberg und möchten mit euch über Deeper Learning in Learning Commons nachdenken. Aus unserer Sicht benötigt zeitgemäßes Lernen nämlich auch eine zeitgemäße Lernumgebung. Learning Commons kann man sich grob vereinfacht wie eine Mischung aus Bibliotheken und Makerspaces vorstellen. Solche Räume befinden sich in internationalen Schulen, auf dem Schulgelände und bieten Lehrenden und Lernenden die Möglichkeit, frei und kooperativ und kreativ zu arbeiten. Wir wollen Fragen nachgehen wie: Was ist Deeper Learning eigentlich? Wie kann man Learning Commons an deutschen Schulen entwickeln und wie ändert das die Grammatik der Schule? Darüber möchten wir uns gern mit euch austauschen. Wir freuen uns darauf. Ein anderes Thema, unsere Austauschgruppen auf Telegram. Die sind jetzt so richtig gestartet, das heißt, ganz viele Menschen sind diesen Gruppen beigetreten. Wir haben mal erstmal ausgezählt, wie viele Mitglieder da in welchen Gruppen sind, damit sie eine Idee kriegen, warum es sich lohnt, wenn sie noch nicht dazu gehören, sich diese Telegram-Gruppen mal anzuschauen. Sie können das ganz einfach machen. Gehen Sie auf die Website zu unserer Veranstaltung und schauen Sie sich unter dem Punkt Mitmachen den Unterpunkt Austauschgruppen mit Telegram an. Da haben wir es nochmal erklärt, auch als Video. Wir haben unter anderem 4 regionale Gruppen und die sind sortiert in Norden, Süden, Osten und Westen und verteilen sich relativ gut. Und wenn man jetzt mal annimmt, dass keine Region vielleicht eher an Austausch interessiert ist als eine andere Region, kann man damit vielleicht auch sehen, dass sich die Teilnehmenden in unserer Online-Themenwoche insgesamt ganz gut verteilen. Der leichte Spitzenreiter ist im Moment der Norden mit 44 Mitgliedern in der Gruppe. Dahinter kommen gleich auf fast Westen 39 Mitglieder, Süden 36 Mitglieder und Osten 34 Mitglieder. Wenn man sich mal anschaut, dass die nicht alle ganz gleich verteilt sind, repräsentierend die Bevölkerungszahl, glaube ich, dass der Osten derzeit deutlich am aktivsten ist vor dem Norden, weil der Süden und der Westen ja deutlich mehr Bewohnerinnen hat. Aber das Ganze hat sich natürlich jetzt, wenn Sie das hören, wahrscheinlich schon verändert und möglicherweise sind da auch schon die ersten Diskussionen in Gang gekommen. Also schauen Sie mal vorbei, wer da in den Gruppen aktiv ist. Das können Sie sich selber anschauen und sich selbst auch einbringen. Dann haben wir 3 Themengruppen für die verschiedenen Ebenen, die wir hier in der Online-Themenwoche haben, nämlich die Ebene Unterricht, die Ebene Schulentwicklung und die Ebene Gesellschaft im digitalen Wandel. Da sind 112 bzw. 111 bzw. 73 Mitglieder aktiv. Die ersten Beiträge sind schon geschrieben worden, schauen Sie also auch gerne dort einmal vorbei. Wenn Sie es noch nicht kennen, es gibt noch einen weiteren Punkt bei Telegram, nämlich einen sogenannten Kanal. Ein Kanal ist dadurch gekennzeichnet, dass er nicht eine Gruppe ist. Das heißt, da kann nicht jeder und jede reinschreiben, die da Mitglied ist, sondern nur wir als Veranstaltungsteam schreiben da rein. Das heißt, wir schicken Ihnen da kurze Updates immer wieder zwischendurch im Laufe der Themenwoche. Das macht also andauernd Ping, wenn Sie das nicht ausstellen, aber das würde ich Ihnen sowieso empfehlen, sowohl für die Gruppen wie auch für den Kanal. Schalten Sie die Benachrichtigung aus, sodass Sie nur auf Ihre, wie soll man sagen, Ihren eigenen Rhythmus hin da schauen können, was passiert. Den Kanal haben auch schon mehr als 100 Personen abonniert und da schicken wir Ihnen zum Beispiel jedes Mal, wenn ein Webinar losgeht oder ein Vortrag abends losgeht, noch eine schnelle Nachricht und sagen: Achtung, jetzt geht's gleich los. Außerdem bekommen Sie da andere hilfreiche Tipps und Hinweise auf das weitere Programm der Online-Themenwoche. Alles zu finden über, als Erklärung, die Website, den Punkt Mitmachen oder die Links zum Beitritt in den Gruppen in den E-Mails, die Sie von uns bekommen. Immer ganz unten finden Sie alle 10 Beitrittslinks für die Gruppen bzw. den Kanal. Das war schon fast die erste Ausgabe von Radio Morgenkreis. Wir sind am Dienstagmorgen mit der neuen Ausgabe am Start, werfen einen Blick zurück auf all das, was am Montag passiert ist und einen Blick auf den Dienstag. Außerdem werden wir Ihnen weitere Sessions vorstellen, die für das Barcamp schon angekündigt sind. Eine Bitte: Sie können dieses Programm hier mitgestalten, indem Sie uns einfach Ihr Feedback schicken. Entweder zum Radio Morgenkreis oder zur Online-Themenwoche insgesamt. Wie ist Ihr erster Eindruck von der Online-Themenwoche? Was haben Sie für Erwartungen, für Hoffnungen? Was ist Ihnen positiv, vielleicht auch störend aufgefallen? Schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht. Ich sage Ihnen gleich nochmal die Nummer. Jetzt können Sie sich gerne schon mal einen Stift schnappen. Und wenn Sie uns eine Sprachnachricht schicken, dann veröffentlichen wir das mit in dieser Sendung Radio Morgenkreis. Das ist keine Garantie, wenn Sie uns jetzt ganz viele Nachrichten schicken, dann müssen wir vielleicht eine Auswahl treffen. Aber wir freuen uns auch über das Feedback, was wir dann vielleicht nicht veröffentlichen. Wenn Sie uns die Sprachnachricht schicken mögen, dann bitte an die folgende Nummer. +49 175 11 95 11 2. Ich wiederhole nochmal. +49 175
0811 95 11 2. Das Ganze funktioniert über Telegram oder über WhatsApp. Vielen Dank an das Team für die heutige Sendung. Das waren auch diejenigen, die uns Nachrichten geschickt haben vorab. Professor Dr. Leonhard Dobusch, Alexander Czeulin, Micha Busch, Heinz-Dieter Hirt. Das war für die Barcamp-Ankündigung Carla Runge zusammen mit Janina Beigel. Das war für den Bericht von der gestrigen Veranstaltung, von der Eröffnungsveranstaltung, unser Korrespondent Valentin Wieker. Die Chefin vom Dienst, die das alles zusammengefügt und koordiniert hat, war Fong Nguyen. Der Jingle und die Musik wurden komponiert von Axel Jansen. Die Kinderstimmen von heute kamen von Jesper und von Oskar. Die Projektleitung bei der Deutschen Schulakademie liegt bei Alexandra Braun, bei J&K liegt sie bei Julia Zwick und bei Blanche Fabri. Die Moderation und Idee kommen von Jöran Moos-Mehrholz. Diese Sendung und ihre Teile stehen unter der Lizenz CC BY 4.0. Das bedeutet, dass Sie diese Sendung unter anderem kopieren und weitergeben dürfen. Details zu der Lizenz finden Sie im Internet unter der Adresse creativecommons.org/licenses/by/4.0.